Hallo Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater in Berlin. Das Jahr 2020 war ein Jahr, in dem die Energien, in diesem Fall astrologischen Energien, nach innen gerichtet waren. Und diese waren keine leichten Energien, denn wir hatten am 12. Januar 2020 die exakte Konjunktion zwischen dem Planeten der versteckten Gefahren, Pluto, und dem Planeten der Einschränkungen, Saturn. Das Jahr 2020 war von dieser Energie, die schwerwiegend ist, geprägt. Jetzt am 17. Dezember haben wir einen energetischen Wechsel, denn Saturn geht von seinem Domizil Steinbock in das Sternzeichen der Innovation und Abbruch Wassermann. Und das wird viel Veränderung im Gang setzen in der Welt. Viel Innovation, Abbruch mit der Vergangenheit und sogar Chaos. Denn Wassermann, Uranus, kann Chaos verursachen. Denn wir bewegen uns zwischen dem Status quo und das, was entstehen kann und entstehen soll. Etwas Neues, Abwechslungsreiches, denn Abwechslung gehört zu Wassermann und Uranus. Und warum spreche ich von Uranus so viel? Ja? Wir haben dann nächstes Jahr eine Quadratur im Februar, im Juni und im Dezember zwischen Uranus und Saturn. Das heißt, das Prinzip der Innovation ist nicht im Einklang mit dem Prinzip der Sicherheit. Und was kann das verursachen? Das kann Situationen hervorrufen, die Chaos verursachen. Saturn ist die Kontrolle, Uranus ist das Gegenteil von Kontrolle. Uranus versucht, die Strukturen, die Saturn aufgebaut hat, kaputt zu machen, sodass es neue Strukturen entstehen können. Aber zuerst muss das Alte beseitigt werden und das ist nicht einfach. Denn diese Zerstörung beinhaltet eine gewisse Unsicherheit, Ungewissheit über zukünftige Folgen. Uranus ist die Gesellschaft, Gruppensituationen. Es ist ein humanitäres Zeichen. Er möchte die Gesellschaft verbessern durch Innovation, durch Wissenschaft. Und wenn man vom Wassermann Uranus spricht, spricht man von Pionierern, Leute, die etwas tun, die vielleicht von der großen Gesellschaft als komisch angesehen wird. Etwas, was außenseitig liegt. Etwas vielleicht, was nicht so viele Menschen gemacht haben. Etwas Neues, etwas Komisches. Aber gäbe es dieses Prinzip der Innovation nicht, dann würde die Gesellschaft langfristig stagnieren und nicht mehr existieren können. Also, es muss eine gesunde Mischung zwischen Status quo, Struktur, Kontrolle und Freiheit geben. Innovation, Individualität und Gesellschaft, das Individuum und die Gesellschaft. Alle diese Dinge müssen harmonisch miteinander funktionieren. Vielleicht gibt es mehr Kontrolle in der Gesellschaft als Freiheiten.
Vielleicht werden weniger und weniger und weniger Freiheiten geben, bis man sagt, Mensch, wer bin ich? Was wird mir angetan? Wo sind meine Freiheiten? Vielleicht habe ich keine. Meinungsfreiheiten, die Freiheit zu sein und zu werden. Denn das Thema Freiheit wird im Jahr 2021 ein Hauptthema sein. Genauso wie das Thema Gefahr, Pluto, Saturn, Einschränkung, das Thema vom Jahr 2020 war. Jetzt haben wir das Thema Freiheit, Uranus, Einschränkung, Saturn. Und dann kann man sich ein Bild darüber machen, wie das Jahr sein wird. Wir haben dann im Januar eine spannungsreiche Konstellation, im Februar eine spannungsreiche Konstellation. Also wir haben im Januar eine Planetenmischung, die sehr explosiv sein könnte, vor allem in den Bereichen der Finanzen, Bankensystem, Grundversorgung. Wir sehen, dass Mars am Anfang des Jahres eine Konjunktion mit Uranus im Stier bildet. Uranus ist Abbruch, Stier ist Geld, Grundressourcen, das, was man braucht, um seine Existenz zu gewährleisten und zu sichern. Und wir haben Mars. Mars wird in Konjunktion mit Uranus sein, in diesem Zeichen Stier, und er wird Uranus anregen. Stier sind die Grundressourcen, Geld. Und beide Planeten bilden einen unharmonischen Aspekt zu Saturn in Wassermann. Und das könnte im schlimmsten Fall eine Finanzkrise auslösen oder vielleicht etwas anderes, was man jetzt nicht erwartet. Aber auf jeden Fall, Januar ist heiß, Februar ist heiß, März auch. Aber vor allem Januar und Februar sind heiß astrologisch gesehen. Und ich bin gespannt, was da letztendlich geschehen wird. So, ich möchte keine Angst verbreiten, sondern euch informieren, wie das Wetter, astrologischer Wetter, ja, wie das aussieht. Ich möchte keine Angst machen, sondern euch die Wahrheit sagen, was erwartet uns. Und das Wort Chaos gehört zum Jahr 2021. Ungewissheit auch. Wie gesagt, Uranus ist Freiheit, die individuelle Freiheit, die eigene Selbstentfaltung. Und das heißt, die Menschen werden beruflich gesehen Neues umsetzen wollen, vor allem im Internet. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Uranus, Wassermann sind Netzwerken, nicht nur Gesellschaft, sondern Netzwerken allgemein, Gruppen. Saturn ist Beruf, Berufung, Arbeit. Und diese zwei Planeten werden im Quadrat zueinander sein. Das heißt, es gibt einen Umbruch bei den meisten Menschen im Bereich des Berufes und des Lernens. Man möchte jetzt neue Wege gehen, man möchte jetzt seine Freiheit ausüben können, das, was man im Jahr 2020 nicht konnte oder vielleicht sich nicht zugetraut hat. Die Energien im Jahr 2021 gehen nach außen, sie sind nicht mehr nach innen gerichtet. Das heißt, die ganze Frustration, die man hat, das wird man nicht im Inneren haben können. Man wird sich nicht mehr kaputt machen können, psychisch gesehen, sondern man möchte endlich mal diese Energie loswerden. Und das wird sich spürbar machen im kommenden Jahr, in der Gesellschaft und bei euch allen
auf der individuellen Ebene. Das heißt, man ist geil auf Veränderung. Man ist geil, seine Meinung endlich mal zu sagen und nicht immer wieder sich zu verstecken und Angst haben, dass man abgelehnt wird. Ja, also es ist Schluss damit. 2021 ist das Jahr der Rebellion. Gegen was? Gegen diese Verdrängung, die man spürt. Ja, die Verdrängung, dieses sich kaputt machen psychisch. Warum? Weil man nicht sagt, weil diese Frustration sammelt sich ein und das macht den Menschen kaputt. Was ist die Folge daraus? Depression, Krankheit, psychosomatische Beschwerden. Das ist die Folge. Wenn man diesen scheinbaren Frieden haben möchte. Ja? Also die Energie vom Jahr 2021 ist eine Energie, die sich nicht so kontrollieren lässt. Man sollte einfach mit sich selbst ehrlich sein und feststellen, was für einen gut ist. In sich hineinhören. Ein bisschen sich von den Medien, ja, zurückziehen und wirklich die Wahrheit erkennen und sich danach so richten, anstatt sich vom Angst kontrollieren zu lassen. Das ist die Herausforderung im kommenden Jahr 2021 und das heißt, jeder soll für seine eigene Freiheit Verantwortung übernehmen, denn Saturn ist Verantwortung, Uranus ist Freiheit. Und wir haben dann, also Februar, wie gesagt, Januar, Februar sind sehr, sehr, sehr heiß astrologisch gesehen und dann haben wir die Monate Juni, also Juni, Juli und Dezember. Diese Monate, die ich genannt habe, scheinen wichtige Monate im Jahr 2021 zu sein. Im schlimmsten Fall könnte man hier von einer Finanzkrise sprechen, als Folge von dem, was unterschwellig in diesem Jahr geschehen ist. Unterschwellig im Sinne von, man hat die Folgen noch nicht richtig gesehen, die kommen aber vor allem im wirtschaftlichen Sektor, Finanzsektor. Und das wird nicht lange dauern. Ja? Also schon am Anfang des Monats sieht man hier viel Instabilität. Ob das tatsächlich so eine Finanzkrise führen wird, das kann ich euch nicht sagen. Hundertprozentig garantieren kann ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und das heißt, wir haben hier Anfang des kommenden Jahres eine Energie, die, sag ich mal, ein bisschen Angst machen kann. Und wenn man irgendwelche Pläne gemacht hat für das kommende Jahr 2021, muss man sich diese Pläne gut überlegen. Denn es kann dazwischen vor April vieles geschehen und diese Pläne vereiteln, ja, also kaputt machen. Das kann geschehen, je nachdem, welches Horoskop man hat. Ja? Aber allgemein gesehen haben wir eine chaotische Grundveranlagung für das kommende Jahr 2021. Meine Absicht ist nicht, Angst zu verursachen, sondern euch zu sagen, welche astrologische Aspekte haben wir, was könnte die Folge sein? Ja, was ist die Interpretation? Das ist meine Aufgabe, aber nicht Angst zu verbreiten, also Angst nicht, sondern es ist besser, wenn ihr informiert seid, denn nur so kann man diese Energien beeinflussen mit seinem Gedanken. Diese sollen positiv gepolt sein und wahrscheinlich wird es nicht so katastrophisch sein. Meistens ist das der Fall. Ich möchte kein Prophet sein, der euch ein Orakel erteilen möchte, nein. Sondern ich bin wissenschaftlich, ich arbeite wissenschaftlich
Und hier spricht man von Wahrscheinlichkeitsgraden. Es ist nicht alles hundertprozentig garantiert, abgesehen davon, wenn etwas als Prozess schon in der Vergangenheit begonnen wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher und höher. Aber ich betreibe hier kein Orakel oder Kartenlegen. Das ist eine seriöse Arbeit, die ich hier leiste. Und ich sage euch, was ist wahrscheinlicher, was ist weniger wahrscheinlicher. Was ist wahrscheinlicher? Zum Beispiel Finanzkrise. Was ist weniger wahrscheinlich? Stromausfall. Zum Beispiel. Aber diese zwei Sachen sind schon drinnen im Paket für das Jahr 2021. Ja? Und wir haben, wie gesagt, Januar, Februar sind sehr heiße Monate, Juni, Juli, November und Dezember. Also wir haben eigentlich so Aspekte, die sehr explosiv sein können. Und wenn jemand fragt, ja, von diesen Monaten, welche Monate sind die wichtigsten dann? Januar und Februar. Ja? Also bis April kommt das Thema Geld sehr, sehr, sehr wichtig rüber. Dann haben wir Juni, Juli, dann sieht man hier die zweite Quadratur Uranus-Saturn. Also Uranus-Saturn-Quadratur werden wir im Februar, im Juli und im Dezember haben. So, und was könnte diese Konstellation noch verursachen? Also, zum Beispiel finanzieller Kollaps, das habe ich euch gesagt. Irgendwas mit dem Thema Geld, Gehalt wird entschieden auf globaler Basis. Vielleicht Grundgehalt, irgend sowas. Irgendwas mit Drogen oder Arzneimittel. Das dürfte dann im März zustande kommen. Vielleicht Legalisation oder es wird legal sein, bestimmte Drogen zu konsumieren. Nicht unbedingt in Deutschland, das kann auch in den USA vorkommen. Aber ich sehe hier nicht, dass man immer wieder Lockdowns hat. Ja, ohne dass das wirklich viel Chaos verursacht. Okay? Die Energie ist nicht dafür gedacht. Im Jahr 2020, ja, die Energie war dafür. Also Sperrung, Saturn, Sperrung, Pluto, Macht und Ohnmacht, in Steinbock, Anstrengung, Pflicht, Pflichten, Verantwortungsübernahme, Angst. Im Jahr 2021 haben wir eine neue Energie, Freiheit, die Energie der Innovation, Emanzipation, Individualität. Wir können auch große Fortschritte im Bereich der Wissenschaft sehen, denn Uranus ist wissenschaftlicher Fortschritt. Systemwechsel, Umbruch. Und es werden viele Wahrheiten rauskommen. Ja, viele Wahrheiten kommen nächstes Jahr raus. Viele Erkenntnisse müssen die Menschen dann haben oder sie werden diese bekommen. Und es kann sein, dass bis April das alles nichts mehr wert ist. Finanzkrise. Das wäre auch eine Möglichkeit. Zwang. Das Wort Zwang kommt auch im kommenden Jahr als ein wichtiges Wort zustande. Freiheit, Individualität, Selbstbestimmung, das ist, was wir dann haben im kommenden Jahr 2021. Ich berate jeden Tag Kunden und ich merke bei den meisten Kunden, 80% meiner Kunden sind dabei, beruflich eine innovative Veränderung zu machen. Viele möchten ihre Geschäfte online verlagern. Andere wollen die Eigenständigkeit umsetzen. Die Eigenständigkeit beruflich, wirtschaftlich. Und andere möchten eine Fortbildung machen. Ja? Sie möchten ihr Geschäft erweitern.
etwas Neues dazu lernen. Andere wollen ausziehen aus Deutschland. Ja? Also das sehe ich sehr, sehr oft bei meinen Kunden. Wie sich bei euch das äußert, das ist natürlich die Frage. Ich kenne eure Horoskope nicht. Aber ich kann euch, wenn ihr das möchtet, sagen, schau mal, hier hast du Möglichkeiten, hier hast du Einschränkungen. Von dann bis dann solltest du dies und jenes machen. Das kann ich euch ganz klar durch die Astrologie sagen. Liebe Astro-Rebellen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2021. Wir warten mal ab, was bis Ende Januar in der Welt geschieht, spätestens im Februar, aber bis dahin dürfte man was Neues erfahren, was wirklich viel Chaos verursachen kann in der Welt. Und ich bin gespannt. Ich kann euch nicht alles in diesem Video sagen, aber ich wollte dieses Video trotzdem machen, damit ihr schon einen Vorgeschmack vom kommenden Jahr habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Frohes neues Jahr 2021.